Na, das wäre doch der Oberhammer, wenn das hier an der Stelle mal wieder gut funktionieren würde. Frisch rausgeschmissen, Lampe noch schnell aufgebaut hier, dass das ein bisschen beleuchtet ist. Und dann Attacke Vollgas. Gucken, was wir hier haben und was so geht. Es gibt Beiträge, wo auf der gegenüberliegenden Seite ordentlich geangelt wird und ordentlich rausgezogen wird, so auf ungefähr 6 Meter Clip. Und da ich natürlich lauffaul bin, Alden, gehe ich direkt auf dieser Seite hier hin und werfe einfach auf 12 Meter raus. Ja, das wäre doch wohl auch gelacht, wenn man nicht auch von dieser Seite aus rauswerfen kann. Vielleicht werfe ich gleich auch noch mal ein bisschen weiter links rüber, dass man so da oben vielleicht so in diesem Bereich noch eher hinkommt, weniger so in diesem hier. Aber anscheinend zubbelt es ja auch hier schon los. Also, gar nicht so schlecht. Einfach hier vom Anleger oder von dem kleinen Steg aus und dann gib ihm. Auf 12 Meter habe ich jetzt hier geklippt und ich glaube, das passt ganz gut. Wenn ich nach da hinten gleich werfe, mache ich glaube ich 13 Meter. Ja, aber da, ich glaube, das macht da auch den Kohl nicht so richtig fett. Wichtig natürlich nach wie vor hier am Windenbach schön kleine Haken und dann ordentlichen Mistwurm drauf und gebe ihm Regenwurm. Natürlich auch immer wieder eine Option, würde ich auf jeden Fall auch immer mal wieder mit testen. Und wenn man eher aus ist auf Muschel und Co., dann auch gerne mal die Köcherfliegenlarve. So, Nase haben wir jetzt dran. Zweite Mal. Ich gehe mal auf 15 Meter. Und baller mal nach da hinten. Ich glaube, 15 habe ich gar nicht erreicht. Baller mal so schräg darüber, dass wir da hinten eher so in dem Bereich sind. Aber es zuppelt immer noch los. Jetzt auch hier. Jawohl. Ja, was wird gefangen? Es wird gefangen Don Kaulbarsch. Naja, so ein Lüderdon ist immerhin ein Lüderdon. Aber ich sag mal, immerhin schon mal ein guter Anzeiger, dass der Lümmel mal wieder sich hier rumtreibt. Gar nicht so schlecht. Wir wollen allerdings natürlich auch die dicken Brocken haben, auch vom Don. Dann werden hier schön... Zack, Alter. Dann werden hier schön... Gründlinge gefangen. Trophies, Super Trophies, was nicht alles. Die sind natürlich relativ oder ziemlich uninteressant für mich, weil Gründling habe ich schon abgehackt, auch als Super Trophy. Muschel, mega geil, nehme ich gerne mit. Gerade so ein bisschen zum Muschelfarmen. Goldköderfarmen zum Verarbeiten. Freue ich mich immer drüber, wenn da Muscheln reinballern. So, komm ran hier. Also, alles, was man... Alter, die olle Nase, die will man nicht. Also, bis auf die Nase, muss ich ja sagen, finde ich hier alles, bin ich mit allem fein. Vom Setup her bin ich heute mittelprächtig unterwegs. Nicht super fein. Gehen wir gleich im Detail nochmal drauf rein. Auf die verschiedenen, oder wir gehen nochmal rein in die Sets. Also, nicht super fein unterwegs, sondern eher so ein bisschen mittelprächtig, mittelschwer. Ich möchte so ein bisschen den Kleinkram verscheuchen. In der Hoffnung, dass das geht. Also weniger, dass die kleinen 0815 Fischis, dass die reinballern. Und dass dann vielleicht eher der Haken ja frei bleibt für die interessanteren Brocken. Also für den Don zum Beispiel. Das wäre natürlich sensationell. Denn mittlerweile kann man ja schon fast sagen, dem Don scheint ja wirklich alles Schnurps zu sein, was da so an Haken und an Vorfassdicken im Wasser landet. Der geht ja irgendwie auf alles. Von daher testen wir das natürlich einfach mal so, wie das ist. Gehen wir mal kurz rein ins Setup. Erste Route hier natürlich auch hier mit den Winkelpickern. Winkelpicker natürlich ganz wichtig, wenn man schon ein bisschen höher ist vom Level. Winkelpicker deswegen nicht nur, weil es eine sehr schön feine Route ist und weil sie bei ganz oder eine ganz feine Spitze hat und bei ganz kleinen Fischen auch schon anschlägt, sondern einfach auch für die Qualifikation. Winkelpicker, Qualifikation, fange Don Kaulbarsch als Trophy. Sicher. Auf Winkelpicker.
Und hier habe ich jetzt das Setup einmal noch mit dem 18er Haken. Vorfachsmaterial 6,8 Kilo hier verwendet. Also diese geflochtene dünne Schnur. Vorfachsmaterial. Und ja, der Rest ist ja eigentlich jetzt nicht weiter relevant. Demnächst muss ich auf jeden Fall nochmal ein Video machen zum Verschleiß und zum Reparieren. Das wird bestimmt noch bald kommen. Die Dinger sind ja hier ordentlich schon durch. Gucken wir gerade nochmal rein in die anderen, ins andere Setup. Auch hier nochmal 18er Haken mit Mistwurm. Und hier ist nochmal drauf ein 16er Haken. 16er Haken, Mistwurm, auch hier Vorfachsmaterial. Also wie gesagt, alles so, ich sag mal, mittelschwer mit verschiedensten, hoppala, mit verschiedensten Hakengrößen. Zack, nächste Muschel. Jawohl. Letztens noch eine Trophy gezogen von der Muschel. Also die scheint tatsächlich auch ganz gut zu gehen. Und offensichtlich ist es auch wirklich da hinten dieser Bereich. Ob das jetzt hier ist oder hier, ich weiß es nicht genau. Irgendwo so um die, doch hier so 86, hier müsste das doch sein. Ja, dann bin ich doch richtig hier. 86 wird immer wieder geschrieben. Das heißt, dann stehen die Lümmels da drüben auf der anderen Seite. Ganz ehrlich, bin ich einfach zu faul zu. Ich renne hier einfach die Straße runter, bin da, fertig. Und dann wirft man da einfach rüber. Ja, bisher bin ich schon ganz zufrieden. Also Don ist dabei, Muscheln sind dabei, es zuppelt immer wieder. Vielleicht gehe ich doch nochmal ein bisschen größer vom Haken und teste auch gleich nochmal andere. Könnte ich eigentlich hier machen, ne? Hier einfach, Alter, die nächste Muschel. Alter, was geht ab? Muschelhausen hier. Viele, viele Muscheln bisher. Super geil. Also, der jetzt hier auf, also 14, ich sag mal 13 bis 15 Meter von dem Anleger. Und dann so leicht hier oben in Richtung West, Nordwest. Da passt das bisher echt gut. Und ich glaube, wie gesagt, man kann dann auch ganz gut nochmal andere Köder verwenden. Das heißt zum einen, wie gesagt, nochmal die Köcherfliegenlarve auf jeden Fall testen. Und die, den Regenwurm auf jeden Fall nochmal testen. Ich denke, mit der Kombi kann man das dann ganz gut hier machen. Kann man da bestimmt ganz gut Muscheln rausziehen. Cool. Sehr, sehr gut bisher. Und so kann das dann auch gerne weitergehen. Oha, da ist da noch was reingeballert. Zack. Alter, was haben wir denn da, ey? Ne. Nen Döbel oder was? Das hatte ich ja schon lange nicht mehr. Nen Döbel einfach so nebenbei. Da hat er ja zum Glück jetzt hier nochmal ein passendes Vorfach dran. Sonst hätte der ja schön Action gemacht. So. Ja, es wird langsam hell. Leider hat sich da jetzt noch nicht so wirklich viel getan. Ich habe jetzt hier aber auch gerade nochmal geändert. Also hier nochmal den Regenwurm reingeschmissen und hier nochmal die Köcherfliegenlarve reingeballert. Und da teste ich jetzt auch gleich noch ein bisschen weiter, ne? Also ruhig noch ein bisschen weiter testen, wie das da läuft. Und gerade auch natürlich mit den Muscheln den Tag über, ob da noch ein bisschen mehr dann gleich reingeht, dass wir dann auch mehr Goldköder absahen können. An manchen Tagen sieht man das ganz gut. Wir sind hier ja quasi in so einer zweiten Rinne landen wir, ne? Wenn man sich hier die Insel hier vorne anschaut, ist genau quasi in dem Bereich, wo die Insel endet. Und dann zieht sich das hier in diesem Bereich quasi so lang, dass da nochmal so eine Sandbank quasi ist. Und ich werfe ja jetzt quasi ja so knapp hinter diese Sandbank. Also die Sandbank geht ungefähr bis, ja, ich würde sagen so ungefähr bis hier. Bis zu dem Schatten von dem Baum ungefähr müsste diese Sandbank gehen. Und dann wird das hier dann so langsam wieder tiefer. Also so ungefähr dahinter dann werfen, dass man dann wirklich da auch in diesem Bereich landet. Und da saust nochmal eine ab. Abgefahren, ey. Zack, die nächste Muschel. Also, auch nicht schlecht, noch eine Muschel dabei. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich denke, ich werde in der nächsten Nacht das alles nochmal ein bisschen feiner doch wieder zurückbauen. Vielleicht so in Richtung Microbraid, 20er Haken dran. Und gib ihm einfach nochmal gezielt auf Muscheln gehen und ein bisschen Goldköder abkassieren. Und wenn dann aus Versehen noch der Don reinrasselt, ist mir das auch wurscht. Dann nehme ich den einfach mit. So eine Don-Trophy beim Muschelangeln schmeckt doch.
Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri, ciao.